Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier aus Hamburg. Ich bin hier, um das VAMOVE S5 zu testen. Ich habe mir eine Probefahrt online Termin gemacht, um das Fahrrad hier zu testen, weil einige meinten, und man hat gelesen, dass der Rahmen kleiner ist. Aber ich habe mir gerade sagen lassen, dass der Rahmen nicht kleiner ist, sondern nur die Reifen sind kleiner. Von 28 Zoll auf 27,5. Dadurch wirkt das Fahrrad etwas kleiner als sonst. Aber im großen Teil ist die Rahmengröße gleich geblieben. Wir können aber kurz mal ein paar Vergleich machen zum VAMOVE S3, denn ich bin jetzt kurz gefahren damit. Es bockt schon ein bisschen mehr mit durch den Drehmomentsensor. Aber erstmal hier die kleinen Sachen von dem Rad. Den ersten großen Teil ist der vordere Motor. Der ist deutlich leiser geworden als beim S3. Was wir auch gleich sehen, ist hier die neuen Bremsscheiben. Jetzt haben wir da so kleine Risse drin, oder wie sagen wir, so kleine Lücken drin. Das soll die Bremsqualität deutlich verbessern. Ist verbessert die Bremsqualität wirklich deutlich besser, aber im großen Moment würde ich sagen, die quietschen immer noch. Also die Frontbremse hat deutlich gequietscht. Natürlich jetzt nicht so schön, aber was soll man machen? Da kommt VAMOVE natürlich nicht hinterher mit anderen Bremsherstellern oder sonstiges. Es quietscht. Oder ob das nur bei diesem S5 ist, das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber mir ist gleich aufgefallen, voller Reifen quietscht. Als nächstes, was wir haben, sind die neuen Bremsen hier vorne. Die sehen auch komplett anders aus, kannst du mal kurz drauf zeigen. Jetzt irgendwie anders als beim S3, wie soll ich das erklären? Jetzt haben wir hier vorne so eine komplette Abdeckung. Die Bremsen deutlich stärker, finde ich auch schon mal gut. Was mir auch gleich aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt unten einen Knopf haben, aber das wussten wir vorher ja schon. Einmal vorne die Klingel und unten haben wir so eine Art Lichthupe. Damit können wir die anderen Fahrradfahrer nötigen, die natürlich ein bisschen zu langsam sind. Quatsch. Und was wir noch haben, ist auf der anderen Seite, da haben wir jetzt auch so unten den kleinen Button. Und wie man hört, muss ich vielleicht weiter rangehen. Macht das Ding Töne. Damit können wir die Unterstützungsstufe einstellen, ob jetzt auf Stufe 4 oder auf Stufe 1. Das ist jetzt machbar. Oben haben wir natürlich den Boost-Knopf. Der zieht euch wieder bis zu 27 km/h. Der Rest könnt ihr natürlich selbst treten. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal probiert und ich fand das recht angenehm. Es boostet jetzt nicht komplett, aber nicht so wie beim S3, da ist ja nicht der Drehmomentsensor drin, wo du jetzt reintreten musst und dann den Boost-Knopf drückst, sondern beim S3 ist einfach gedrückt halten und dich einfach ziehen lassen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl, aber eigentlich recht cool. Was wir jetzt noch vorne haben, ist natürlich jetzt kein Matrix-Display wie beim S3, sondern haben wir jetzt vorne so eine Handyhalterung, das müsst ihr noch extra kaufen, diese Halterung. Oh, ich habe den Namen jetzt vergessen, wie die heißen. Ist nicht schlimm, extra kaufen, zwischen 30 und 40 Euro sollen die kosten. Also ist wieder 40 Euro mehr, was VAMOVE hier bietet. Was wir noch haben, sind jetzt hier die ganzen neuen Schweißnähte. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das erst deutlich schlimmer, aber ich finde das hier eigentlich, geht eigentlich ganz noch. Was mich persönlich stört, sind hier unten die Schweißnähte. Die sehen natürlich jetzt nicht mehr so schick aus. Aber im Großen und Ganzen muss man damit leben für so ein schönes Fahrrad, denn designtechnisch ist das immer noch ein sehr gutes Fahrrad. Was mir noch aufgefallen ist, sind die Lichter. Wir haben jetzt hier so einen schönen Ring drumherum. Beim VAMOVE S3 hatten wir so eine Art, ich sag mal so eine Art Rollo oder hier so ein Fensterrollo. Wie heißt denn hier mal diese? Phyllis? Und jetzt haben wir auch so einen kleinen Ring zur Seite. Finde ich extrem schick eigentlich. Aber sonst ist das fast gleich geblieben. Natürlich jetzt nicht mehr in rund und ein bisschen abgespeckt in einer Linienform. Gleich darunter haben wir jetzt den Anschluss zum Aufladen. Den kann ich mal öffnen. So sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir unten so einen 6-Pin-Anschluss und ja, da drückt man den rein und dann lädt das Fahrrad innerhalb von 5 Stunden auf. Es gibt noch einen Charger dafür. Da soll das Rad irgendwie Pi mal Daumen bis zu 3 Stunden laden können oder 4. Muss ich noch mal recherchieren. Also ich konnte es euch jetzt nicht ganz genau sagen. Was natürlich eine super Aktion ist von VAMOVE, ist jetzt hier der Kettenschutz. Der ist deutlich stabiler als wie beim S3. Beim S3 war es irgendwie was zusammengeklipst, was ständig auseinandergefallen ist beim Wechseln vom Hinterrad. Hier ist wirklich alles schön stabil und natürlich in einem Guss sieht das komplett ganz aus. Super schick gemacht und was sich sehr gut gefällt, ist natürlich auch, dass die neu gemacht worden sind oder besser die Halterung neu gemacht worden ist. Vielleicht kann man kurz da rein
zoomen. Sind jetzt hier die Halterungen dazwischen. Ich mache kurz gleich eine Nahaufnahme. Dazwischen sind jetzt die neuen Halterungen. Sieht ja deutlich stabiler aus als beim S3, was mir natürlich persönlich sehr gut gefällt. Nun, das Große und Ganze ist nämlich die Lackierung. Ich habe das Fahrrad nämlich in Dark Grey bestellt und ich habe gerade im Laden ein Dark Greys Fahrrad gesehen. Persönlich ist das gar nicht so grün, also der grüne Stich, was ich von den zwei, also von dem Bild und von dem Video habe, ist gar nicht groß zu sehen. Das ist wirklich Dark Grey, also nochmal Glück gehabt. Gefällt mir persönlich ein Stück besser als dieses helle. Auch wenn das helle extrem anders aussieht als ich sag mal irgendwelchen Videos, so wie jetzt, aber von rein optisch her ist das wirklich ein sehr schönes Fahrrad. Es sieht einfach toll aus, ey. Am liebsten einfach so mit nach Hause nehmen, aber farbtechnisch Bereich haben wir jetzt hier das helle. Ich habe das dunkle bestellt. Ich glaube, das war für mich persönlich ein besserer Grund, das Fahrrad zu kaufen. Perfekt. Nicht nur der Drehmomentsensor ist ja neu, auch der neue Kicklock ist hier. Da kann man das ganze Ding einfach nur reinkicken. Und automatisch kommt ja dieser Kicklock raus. Muss man das Fahrrad nicht ständig wieder vorschieben wie beim S3. Also auch eine sehr gute Aktion von VanMoof, die das hier geändert haben. Eine Sache wollte ich auch noch zeigen und das gehen wir mal kurz nach vorne hin. Was wir jetzt haben, ist vorne ein USB-C-Charger. Damit können wir das Handy aufladen, aber vielleicht kann man damit auch andere Dinge aufladen. Das können wir jetzt doch testen. Das testen wir mit der Drohne, mit der DJI Mini 3. Also schließen wir das Ganze mal an. Wieso Gott wollte, habe ich das USB-C-Kabel leider vergessen. Aber ich habe hier so einen Kartenanschluss, wo man die ganzen Karten reinmacht. Der zieht auch Strom und wie man sehen kann, haben wir ein blaues Licht. Also kann es eigentlich theoretisch auch die DJI Mini 3 Pro aufnehmen. Das finde ich auch schon mal sehr geil. Dann kann man halt, man hat halt so einen Charger unterwegs, wo man halt auch seine anderen Sachen aufladen kann, wie die Kamera oder halt die Drohne.